Guten Morgen aus Deutschland. Heute wieder mal ein Lobgesang auf einen Aspekt eines veganen YouTube-Kanals, um etwas Lob und Anerkennung in die vegane YouTube-Welt zu tragen. Auch hier noch einmal der Hinweis, ich befinde mich nicht in einem Netzwerk und bin in irgendeiner Weise verpflichtet, YouTube-Kanäle vorzustellen, und tue dies aus freien Stücken. Einfach aus dem Grunde, dass ich loben und anerkennen möchte und auch dabei diesen Aspekt, den ich hervorhebenswert finde, mit euch zu teilen und zu besprechen. Heute geht es darum, dass wir als Menschen oft immer auf der Suche sind. Und zwar nach dem heiligen Gral, würde ich sagen, dem einzig wahren, der Leitlinie, die uns Stabilität in unserem Leben verschafft, ein Gedankenkonstrukt, was, wenn befolgt, das Optimum des Lebens darstellt und man sich gegenüber anderen Menschen abgrenzen kann und sich besser fühlt. Und nicht nur besser in Relation zu anderen, sondern auch besser im Gegensatz zu seinem vorherigen Ich. Man kann sich dann auf eine Stufe stellen, ein Prädikat ausstellen. Und ja, all das hat immer eines gemeinsam: die Zuordnung zu einem Muster, einem Begriff oder einer Lebensweise, die klar definiert ist. Eine klare Definition verhindert aber immer eines: die Dinge abzubilden, wie sie real sind. Denn die Dinge, gerade im Kontext der menschlichen Entwicklung, sind nur in den seltensten Fällen klar zu definieren, wenn es ja darum geht, ein Optimum zu erreichen. Gerade die Individualität und die Verschiedenartigkeit der Menschen in ihrer Entwicklung, die führt dazu, dass man mit starren Denkmustern schnell an seine Grenzen kommt. Lea von Lea Loves Lifting ist bewusst aus diesen starren Strukturen ausgestiegen und hat uns gezeigt, was klares Denken bedeutet, weil sie hat für sich selber die Erfahrung gemacht, dass gewisse Dinge für sie nicht funktionieren. Sie hat offen und laut gedacht auf ihrem YouTube-Kanal und sich auch offen und laut dafür entschieden, dass eine 100% vegane Ernährung nicht ihren Einstellungen zum Leben entspricht. Und man hat auch ihr deutlich angesehen, dass ihr dieses Unbehagen bereitet, da sie eine tierleidfreie Ernährung von idealistischen Standpunkt aus betrachtet, befürwortet. Aber trotzdem hat sie dies offen kommuniziert, den gesamten Gang vom Nachdenken bis zum Ergebnis. Man kann, was die vegane Lebensweise angeht und auch die Vehemenz, mit der man diese umsetzt, sicher diskutieren, sowohl gesundheitlich als auch moralisch, ethisch, aber nicht die Tatsache, dass Lea ja gezeigt hat, was eigenes Denken und das Umsetzen dieses Denkens trotz eines gesellschaftlichen Drucks, was so ein YouTube-Kanal durchaus ist, bedeutet. Es bedeutet, selbstbestimmt zu sein, eine Eigenverantwortung zu initiieren, die auch damit verbunden ist, sich unabhängig von dem Umfeld zu entwickeln. Das ist absolut hervorhebenswert, gerade bei so einem jungen Menschen, der noch normalerweise und verständlicherweise noch Halt und Stabilität im Leben sucht. Dieses eben auch nicht außerhalb seiner selbst zu suchen, sondern die Dinge eigenverantwortlich umsetzt. Dazu steht, sich auch der Kritik dazu stellt. Noch einmal, das ist auch Sinn dieses Formats. Hier geht es um einen Aspekt, der mich beeindruckt und den ich herausstellen möchte. Es gibt keinen für mich, wirklich keinen perfekten YouTube-Kanal, wo ich nichts zu kritisieren hätte. Aber Lea schafft es durch ihre absolute Authentizität und ihren starken Charakter bei mir, trotz all den Punkten, wo ich nicht übereinstimme, ein Gefühl zu erzeugen, dass ihr Kanal es wert ist, geschaut zu werden. Und noch viel mehr, dass ihr Kanal den Menschen aufzeigt, wie man sich selber entdeckt, wie man sich selber erfährt und wie man sich selber entwickelt. Mit all den Fehlern oder das, was man im Nachhinein als Fehler bezeichnen wird. Oder auch nicht. Mit all den Erfolgen und all den schwierigen Entscheidungen. Es kam erst vor kurzem die Frage an mich: bereue ich es eigentlich, 35 Jahre lang Tiere gegessen zu haben, und macht mich das traurig? Nein, eindeutig nicht. Weil ich immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe. Ja, ich hätte mich mehr informieren können, aber das wollte ich nicht. Und das war auch eine bewusste Entscheidung. Ich bin in Armut aufgewachsen und habe für mich damals eine ganz eindeutige Entscheidung gefällt, die hieß, ich wollte reich werden, koste es was es wolle. Dann bin ich reich gewesen und habe entdeckt, auch wieder nach bestem Wissen und Gewissen, dass Reichtum nicht das ist, nach dem ich gesucht habe und was mich befriedigt. Und ich habe andere Ziele gesetzt, bis ich an den Punkt gelangt bin zu sehen, dass ich Ziele zu setzen und Entscheidungen zu treffen
ganz anders gehandhabt werden sollte, als ich es bisher getan habe. Aber ich habe nie eine Entscheidung in meinem Leben bereut, weil sie immer selbstbestimmt gewesen ist. Zumindest so selbstbestimmt, wie man in einer konditionierten Welt überhaupt von Selbstbestimmung und Freiheit reden kann. Und Lea lebt diese Selbstbestimmtheit, die auch immer mal aneckt und natürlich bei einer jungen, attraktiven Frau ganz anders aussieht wie bei mir in meinem Alter. Ja, das ist ja auch klar. Und davon können insbesondere auch andere Frauen richtig viel mitnehmen, glaube ich. So süß, klein und niedlich, und ich bin mir sicher, dass Lea das nicht unbedingt als Kompliment auffasst, aber das sind die ersten Assoziationen, wenn man ihren Kanal anschaut und die es in mir weckt. So niedlich und unerfahren sie daherkommt, mit offensichtlichen Schwächen und Dingen, die sie noch ihrem Leben nachjustieren wird, so stark ist sie in ihrem Herzen und ihrem Charakter. Ich ziehe da gerne und wirklich voller ehrlicher Achtung vor diesem Aspekt ihrer Persönlichkeit meinen Hut und verleihe auch ja hiermit offiziell den Titel, obwohl das eine Nicht-Veganerin ist, jetzt Best of the Vegan Industry. Ich wünsche euch ja allen einen schönen Ausklang der Woche und hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Eigentlich sollte das Thema kommen, warum man keine Angst vor dem Tod zu haben braucht, woher diese Angst überhaupt kommt. Aber ein Freitag schien mir irgendwie nicht der richtige Tag dafür zu sein, wenn die meisten sich auf das Wochenende freuen und eine gewisse Oberflächlichkeit aufgrund der Arbeitsbelastung unter der Woche Einzug erhält. Ich denke, Sonntag ist für das Thema besser platziert. Und ja, wer da Probleme mit seinem eigenen Tod hat, der wird am Sonntag auf jeden Fall ein paar interessante Anregungen finden. Also ich wünsche euch ein frohes Wochenende, frohe Diskussionen. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Euer Christian. Macht's gut.